Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zum epischen, wundervollen Final Fantasy VII Hype. Im letzten Part sind wir durch eine Höhle gelatscht, haben Chocobo gefunden und sind in diesem Sumpf vorbeigekommen. Und ja, jetzt sind wir jetzt eigentlich von zwei Turks aufgehalten, nämlich Elena und... Fuck, keine Ahnung mehr, wie der Typ hieß. Ralph? Ralph? Nennen wir ihn Ralph. Naja, es geht jetzt weiter. Obwohl, deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Und versuchen, euch ständig aufzuhalten. Okay. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die ständig uns im Weg sind. Ordne deine Gedanken, junge Frau. Ordne deine Gedanken. Elena, du redest zu viel. Zeng. Es gibt keinen Grund, denen etwas von unserem Order zu erzählen. Entschuldige, Zeng. Ich dachte, ich hätte was anderes befohlen. Geh jetzt, vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh, ja. Also dann, Root und... Root, nicht Ralph. Ach, fast das Gleiche. Und ich werde Sephiroth folgen. Der befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Junon. Elena, du scheinst nicht zu verstehen. Oh, ich... Entschuldigung. Danke, Elena. Geh. Lass Sephiroth nicht entkommen. Jawohl, jawohl. Wow, Elena sagt richtig hart, Leute. Die hilft uns erstmal voll. Reno sagte, er wollte dich sehen, nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hattest, geheilt waren. Er wollte euch allen seine Zuneigung beweisen mit einer neuen Waffe. Okay, soll der Faggot nur kommen, ich wreck den Scump. Naja, dann. Wo ist Aeris? Ist sie nicht bei dir? Aeris ist nicht bei uns, sie ist bei den anderen. Oh, grüß sie von mir. Papa. Ja, Alter, alles klar. Ich habe Aeris irgendwie nie im Team. Keine Ahnung, was der macht eigentlich, wenn die dabei ist. Ich habe keinen Plan so. Aber naja, gehen wir einfach mal hier lang. Folgen wir diesen Scumps und ich gönne mir nochmal heimlich einen Schluck von meinem leckeren, unglaublich tollen Karamelltee. Und da, wir sind auf der anderen Seite angekommen. Cool. Da war aber vielleicht noch irgendwas. Ich glaube, ich gehe nochmal den anderen Weg. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Zur Not kommen Monster und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist stärker zu werden. Also was soll's. Dun, 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 dun. Ich würde gerne all die Chests mitnehmen. Jetzt lohnt sich das bestimmt überhaupt nicht. Aber naja, wir werden gucken. Hör auf das Maul geben. Ja, du auch. Und du brennst dieses Kampf erstmal ein bisschen nieder. Finde ich ganz gut. Ja. Wie die Viecher noch existieren. Tracked. Du. Scherenfunker. Alles klar, Mann. Ach ja, Leute, das war's dann mal mit diesen Mistviechern. Wir haben gar nicht mehr so viel MP, wie ich sehe. Aber so, jetzt, das wird schon reichen. Ich habe das Gefühl, wir sind kurz vor dem Ende. Ich hoffe, wir kommen an der Stadt an, weil wir haben wieder einiges an Geld und vielleicht können wir irgendwas Cooles kaufen, wie neue Waffen oder Stuff. Wir werden sehen. Elixier, sehr gut. Und halt, Tank. Ja, hat sich doch gelohnt, Leute, hat sich doch gelohnt. Ist doch alles fresh. Also, gucken wir uns mal an. Junonhafen, ha. Huh? Wo war das denn nochmal? Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Gehen wir mal dahin. Nächste Zivilisation. Yo, Boy. Wir haben die Shinra lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Selbst jetzt haben wir uns auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns im Kampf helfen? Hört mal, wir wollen euch nicht drängen, wenn ihr gerade in einer anderen Sache steckt, warum bringt ihr das nicht erst zu Ende? Wo ist Junon? Mal sehen, wenn man an der Küste eine Weile nach Norden läuft, kommt man direkt nach Junon. Aber vorsichtig, denn es liegt im Schatten eines kleinen Berges. Dankeschön. Ja, Leute, hier ist auch noch ein Minispiel, ein ziemlich cooles, finde ich sogar. Aber dazu kommen wir, glaube ich, erst gegen Ende des Let's Plays.
Norden an der Küste langlatschen. Oh. Das ist nicht Norden. Das ist Norden. Und da werden wir direkt angegriffen. Alles klar. Gut zu wissen. Das war ein abgeflügter Vogel. Was los mit dir, Aslak? Erstmal aufs Maul geben. Und zwar brennt, finde ich gut. Selbst wenn wir uns blind machen, wir sind quasi alle zur Hälfte Magier, also wird das wohl nicht so schlimm sein. Wir können ja alle zaubern irgendwie. Irgendwie im Leben. Dieser scheiß Vogel, ne? Provoziert mich voll. Erreicht nicht möglich. Ach so, weil er jetzt fliegt. Ja, okay, dann blitzen wir den weg, den Jungen. Alter. Wir haben ja noch den Flammenwerfer zur Not, aber der lohnt sich noch nicht. Heilen wir lieber Claude. Gut, rank wie dieses Kampf halt eben. Alles klar. Erstmal grüne Gase in dein Gesicht und dann geht es schon direkt besser. Finde ich gut. Schlitz, bam, zack. Erstmal halt auf die Fresse geben, alles klar. So. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter nach Juno. Ja, was soll man sonst tun? Wow, wieder Kommentar-Gold, Leute. Ich hab's richtig drauf in den Kommentaren im Moment. Naja, jeder hat so seine Phasen, wo er etwas abschweift. Das ist klar. So, haben wir den Scumps halt erstmal aufs Maul. Folge ihn dir ab und hau ihn nochmal aufs Maul. Finde ich gut. Wie sollte man da vorgehen, ja? Oh, diese Kackviecher halten ja immer mehr aus, ne? Richtig ekelhaft. Bam, bam. Okay, alles klar. Ja, meine Kopfhörer sind etwas am Arsch und ich höre nur im rechten Ohr was. Deshalb sind die Soundeffekte für mich etwas abgehackt. Ich hoffe, für euch sind sie so wie immer. So, gewöhnlich, normal. Sexy. Weil sonst wäre das ganz schön kacke. Naja, das ist irgendwie ein bisschen nördlich der Küste, also... Ist es vielleicht richtig? Ist das vielleicht Yunnan im Leben? Ha? 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 Ba, 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 ba. Was ist mit dieser Stadt passiert? Sie ist so heruntergekommen. Ja, was weiß ich, Junge? Was geht ab, Frau? Wow! Was für eine Seltenheit! Normalerweise kommt hier außer den Shinra-Leuten nie jemand in dieser Stadt. Okay. Gibt's irgendwas zu klauen? Zu kaufen? Zu klauen? Was geht ab, Boy? Wenn du eine Waffe siehst, die du möchtest, sollst du sie besser kaufen. Danke, Sherlock. Wenn du eine Waffe siehst, Hauptsache da hat nur Granaten als Waffen. Phoenix oder haben wir noch. Slate haben wir noch. Mitrailarmband brauchen wir nicht unbedingt gerade. Na, lassen wir das lieber. Wow, der hat hier sogar Bögen. Cool. Leider haben wir Charakter den Bogen benutzt. Gibt's hier noch einen anderen Shop oder so im Leben? Nein, ja, vielleicht. Ey, Shinra Boy. Hey, das ist der Aufzug der Shinra. Hier wird nicht herumgeschnüffelt. Ich gebe dir gleich mal mein Schwert in dein Gesicht. So schnüffel ich rum. Ja, unter Yunnan. Okay, wir sind also echt bei Yunnan. Gut zu wissen. Alles klar. Ja, Opa. Seit Shinra diese Stadt da oben gebaut hat während des Krieges, hat es keine Fische mehr im Wasser gegeben. Es war so verschmutzt. Puh.
Ja, die Oma macht Breakdance hinter mir oder hat Breakdance hinter mir gemacht, finde ich gut. Soll sie sich mit ihren krassen Künsten ausleben? Alles cool. Hey, Herr Dolphin! Ich heiße Priscilla. Sag es nach. Du weißt schon, dass die Viecher nicht reden können. Wer seid ihr? Gehört ihr zu den Shinra? Nein, bleib ganz ruhig. Und so ist das. Für wie ist was? Was labert der Junge schon wieder? Ich lab euch nicht, verpisst euch. Okay, ciao. Klasse. Hey, da ist ein Monster. Oh, hallo. Vorsicht, Herr Dolphin. Oh, bist du dumm, ey. Lauf halt in das Monster rein, ist voll schlau. Hey, halt, wir kommen. Erscheinen reicht. Was soll dieser fette Fisch denn nur anrichten? Wir ranken den Scampo crazy, Leute. Feines Gönn, Flammenwerfer. Das bringt bestimmt voll viel bei dem Wassermonster. Hype. Ja, das bringt tatsächlich etwas. Cool. Schwanzangriff, geil. Heil dich mal selbst und wir können ihn nicht so normal aufs Maul haben, gut zu wissen. Fuck this shit dann. Allein aus Neugier, das Vieh fliegt ja. Es würde keinen Sinn machen, wenn Beben treffen sollte. Aber ich probiere es mal trotzdem aus, ob es trifft. Das wäre nämlich sehr lustig, finde ich. Haha, lol. War das jetzt nur ein normaler Mist oder war das jetzt ein sinnvoller Mist? Ich hab keinen Plan. Ja, hauen wir den Pferd noch weiter aufs Maul. Schlagsturm! Hi! Bam, bam, bam! Bam! Okay. Dann kriegst du noch eine Heilung. Das ist ganz fair im Leben. Ja. Wir könnten einen Äther benutzen, aber ich glaube nicht, dass wir das unbedingt brauchen, weil... praktisch. Wir können ja mal erkennen machen und gucken, wie gefährlich das Biest eigentlich ist. Mondangriff! Lol. Bitch lernt zu treffen. So richtiges Arschloch. Bam! So, dann kannst du mal weiter mit Blitz angreifen. Das bringt ja einiges. Eindeutig. Bottoms Well. Ja, wir haben das Vieh schon fast. Schwach gegen Wind. Wir haben leider keinen Wind. Ich weiß gar nicht, ob man einen Windangriff schon bekommen könnte. In der Zeit. Ich habe keinen Plan so. Oh, ich glaube, jetzt ist der sauer. Macht irgendwelche komischen Beams so, yeah. Alter. Mir hat dich zu gehen. Greifst du Red an? Bam, bam. Fuck, die Kacke geht nicht kaputt, cool. Und er trinkt, das ist interessant. Kann ich das vereisen? So ein richtiges Arschloch. Oh, das hat ihm Schaden gemacht. Fuck. Keine Ahnung. Dann haben wir den, das Teil einfach kaputt oder so. Aber die Idee ist cool irgendwie. Fick dich, Red. Hä, wie soll ich ihn denn davon befreien? Ich weiß es nicht. Wir haben den Vieh einfach weiter auf zwei. Ah ja, klar. Dö. Trotte. Ich lasse ihn einfach sterben. Ich glaube, dann ist das weg. Dann ist auch gut. Das funktioniert auf jeden Fall nicht wie dieser Schilder von dem anderen Vieh. Red ertrinkt einfach. Voll abgefuckt so. Ich glaube, er feiert wieder bald seinen Laser. Sein Ertrinkungslaser. Yo, raste aus, alles klar, Mann. Du.
Objekt Phoenix Feder. Stealth Red, you can do it. Obwohl ich dich ohne MP eigentlich nicht wirklich gut gebrauchen kann, aber ich habe gar keinen Bock, das zu verschwenden. Wir ranken das 4 auch so locker easy, Leute. Wie viel AP hat das noch? Noch ein bisschen. Noch ein paar Blitze rein und dann wird das schon. Große Welle. Kleiner Hai. Oh mein Gott. Das macht sogar nicht so viel Schaden. Cool. Wie mache ich jetzt hier Scheiße weg? Frage ich mich. Ja, keine Ahnung. Wirf mal eine Granate, Boy. Blitz, Hype! Haben wir noch irgendetwas, was werfen könnte? Nee. Loco-Kraut! Ja, kann man auch lassen. Ja, guck einfach mal, wie es dem Jungen geht, ja? Wie viel AP hat er denn noch? Nur noch ein bisschen, okay, wir haben es fast geschafft. Okay, jetzt hätten wir echt ein Problem. Cool. Ich habe keine Ahnung, wie wir diese Scheiße wegbekommen. Heil dich mal selbst, Boy. Sonst ist das echt scheiße ausgehen. Dann helfen wir gleich Cloud, wenn er umgekippt ist. Dann ist auch gut. Ja, gut. Phoenix-Feder, Cloud. Hier, Boy. Großer Weiler, oh, aber das überleben die. Ne, sehr uncool, dass, ja, Heiltränke haben wir noch. Dass Tief halt in dem Shit ist und nichts machen kann. Also in dem Shit heißt, in dem Limit ist. Und sie das halt nicht ausüben kann. Das ist etwas ärgerlich, aber das macht nichts. Und passt schon, ist alles cool, Leute, alles fresh. Kannst du echt nicht angreifen, Mann? Nein. Erreichen nicht wirklich. 8 Ausrufezeichen, okay. Der mit seinen scheiß Strahlen, ne? So ein Pisser. Jetzt haben wir nur noch Klot. Stirb endlich, du Arschloch! Ich hoffe, er macht jetzt nicht noch einen Strahl, denn dann ist ziemlich gemobbt. Soll ich warten? Nee, ich eise nochmal. Große Welle, alles klar. Hauptsache die stehen noch, cool. So, diese Scheiße ist jetzt auch weg. Da kann ich tiefer nochmal ein bisschen Blitz reinhelfen. Ja, das ist ihr Limit weg, aber naja, naja, sowas passiert auch mal im Leben. Ich will aber eigentlich auch, dass Red hier ein paar LP bekommt, deshalb übernehmen wir den Jungen mal wieder. Okay, der mit seinen Scheißstrahlen, ne? Ah, ist nicht so schlimm bei Red, ist nicht so schlimm. Weil der hat eh keine MP, ich brauch den im Moment eh nicht. Die anderen beiden können diesen Kampf locker easy beenden. Piss dich, Alter! Bam! Das hier hat nicht mehr viel. Wir rennen das jetzt einfach so. Stirb! Ich könnte noch tiefer heilen, klar, aber ich glaube, das wird nicht so nötig. Okay, es ist aber Red heilen. Wie gesagt, ich möchte, dass er MP, EP bekommt, aber kann man noch lassen, hat sich schon erledigt, ja. Ach ja, dieser Fangfisch. Toll, weil kurz im Level Up.
Was soll's, Leute, was soll's? Power Griff! Alles klar. Das ist furchtbar, sie ist doch nicht tot, oder? Priscilla! Jo, Rentner. Nein, sie atmet nicht. Ist schon scheiße. Hey, das war's. Junger Mann, Beatmung, und zwar sofort. Mund-zu-Mund-Beatmung. Cloud, was willst du tun? Was willst du tun? Aber sie ist doch nur ein Mädchen. Du weißt, dass ich nicht kann. Was? Du weißt nicht wie? Komm her, ich zeig's dir. Alles klar, es muss wohl sein. Hol Tiefluft und halte den Atem an. Dann lass die Luft in sie hinein. Alles klar. Schnell, mach zu. Toll. Drücke einmal die 4-Taste, sodass die Herz-Lungen-Skala gestartet wird. Drücke diese Taste zweimal, wird die Schaltung und ausgeblendet. Okay. Gut. Yo, atme tief ein, Bruder. Okay, hau rein. Nope. Okay, nochmal. Ich glaube, ich muss dafür auf den höchsten Punkt hauen, oder? Ja, sagen wir noch ein bisschen. Okay, hau rein den Scheiß. Nope. Also, wie viel Luft braucht die denn? Ja, Leute, seht ihr nicht auch immer diese Lebensretter, die so ihren Kopf nach oben hauen? Als wenn sie gerade beten und dann Leute wiederbeleben. Nope. Einfach den Scheiß voll machen mit der Lunge. Ja, ja, genau. Du kannst sie auch einfach küssen, finde ich gut. Oder muss ich das im blauen Bereich machen oder so? Nee, das wäre ja lame. Alter, kann die mal bitte leben? Wo genau soll ich das denn bitte stoppen? Am höchsten Punkt doch am besten, oder nicht? Nope. Klar, muss ich dann einen Punkt suchen oder so? The fuck? Hier in der Mitte. Oh! Alles klar. Priscilla, ist alles in Ordnung? Jo, der alte Mann ist trunk. Oh, da fällt mir was ein. Scheiß mal auf den Schokoboköder. Nimm dir lieber Schokomock. Mehr Swag. Dann können wir auch beschwören. Ist auch ganz praktisch im Leben. Würde ich meinen. Aber ich würde mich gerne irgendwo ausruhen. Vielleicht kann ich das ja hier machen. Hey, Boy. Entschuldige, Cloud. Bis dann muss ich eine Weile ausruhen. Ja, ich auch. Goddammit. Kann ich in diesem Haus schlafen? Hey, komm ein bisschen herein. Okay. Ich hab gehört, was geschehen ist. Du hast so viel für Priscilla getan. Ja. Nein, okay. Hab ich. Ihr müsst alle müde sein. Falls ihr euch ausruhen wollt, bleibt hier. Wo schläfst du dann auch mal auf der Couch? Finde ich gut, okay. Fühlt euch wie zu Hause. Danke, Oma. Rasten wir? Ja, lass uns rasten. Erstmal alle in ihn reingehen, geil. Da fällt mir ein.
Du schon wieder. Wer bist du? Das wirst du bald herausfinden. Aber was wichtiger ist, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Nibelheim? Als du auf Berg Nibel gegangen bist, war Tifa deine Führerin, oder? Ja, ich war überrascht. Aber wo war Tifa sonst? Weiß nicht. Es war eine tolle Gelegenheit für euch beide, euch wiederzusehen. Du hast recht. Warum konnten wir uns nicht alleine sehen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht genau erinnern. Warum fragst du nicht Tifa? Ja. Dann steh auf. Hey, wach auf, Klaus! Tifa. Als Sephiroth und ich nach Nibelheim gingen, wo warst du? Wir sind uns schon mal begegnet, stimmt's? Das andere Mal. Nein, es war vor 5 Jahren, ich kann mich nicht erinnern. Aber draußen ist irgendwas Seltsames, Cloud. Komm schnell. Dann gucken wir mal, was da so seltsam abgeht. Aus dem Weg, Gamma. Hey, Guys, was geht ab? Kam es dir nicht ein wenig komisch vor? Es ist plötzlich so laut geworden. Ja. Hat etwas mit den Shinra zu tun? Darum scheint was los zu sein. Ich habe gehört, dass das Mädchen das Bewusstsein wieder erlangt hat. Alles klar. Geht's dir wieder besser? Danke für die Hilfe. Entschuldige, ich dachte, du wärst einer von den Shinra. Das ist in Ordnung. Ich gebe dir etwas Besonderes. Wow, Mädchen. Das ist ein Amulett, pass gut drauf auf, okay? Oh, ja klar. Substanz Shiva. Was ist das für Musik? Klingt wirklich aufregend. Ich habe gehört, sie proben den Empfang des neuen Shinra-Präsidenten. Rufus! Ich muss noch meine Aufwartung machen. Aufwartung? Oma und Opa haben erzählt, dass dieser Stand schön war, als sie noch klein waren. Aber als die Shinra die Stadt oben drüber bauten, schien keine Sonne mehr und das Wasser wurde verschmutzt. Ich bin mit dieser Geschichte aufgewachsen. Ich hasse Shinra so sehr, dass ich sterben könnte. Okay. Glaubst du, dass Rufus auch war, den Ozean von hier aus zu überqueren? Was? Heißt das, Sephiroth hat den Ozean bereits überquert? Wer sagt das denn jetzt? Cloud, hast du Rufus nicht fertig gemacht? Wir müssen zu dieser Stadt hinauf, vielleicht können wir an diesem Pfeil hinaufklettern. Nein, unter dem Pfeil da fließt Starkstrom. Kommt ihm nicht zu nahe, ist gefährlich. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, wenn Herr Dolphin dir hilft, folg mir. Herr Dolphin, haut die rein, okay. Hochspannungsmast. Ich denke, das bedeutet, dass mit Cloud alles in Ordnung ist. Was? Ja, es ist besser, das Cloud zu überlassen. Wir zählen. Wir zählen auf dich, Cloud. Hey, wartet mal. Was für ein Bullshit. Boah, Griff mit mehr Stärke. Yes, das wollen wir. Aber wir wollen nicht Tokomok, wir wollen... Shiva. Oh, Chocomog wäre voll gut im Kampf gewesen, weil das war ja Wind. Obwohl, ich gebe dir lieber Chocomog. Weil er hatte Eis und Wind und so hatte er nur Eis als Coverage, Leute, als Coverage. Geh mal dahin. Mal sehen, ob wir hier irgendwas klauen können. Oh ja, wir können hier hoch, cool. Und gibt's hier irgendwas? Ich glaube, ich könnte mich erinnern, dass hier was war. Aber wohl nicht. Okay. Kann man auch lassen. Finde ich gut. Jump.
Wieso kann ich denn da hoch? Ach, egal. Ist hier nichts zum Klauen? Ich dachte, ich könnte hier was klauen. Naja, gehen wir halt wieder. Oh Leute, aber ich sehe gerade, der Part ist vorbei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Der sollte übermorgen kommen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen guten Tag. Bis dann, ciao.